So, herzlich willkommen in der Karibik. Wir sind hier in Catch Landing, glaube ich. Den zweiten der drei, Dingens, helft mir schnell, Steine. Den einen haben wir ja schon, den haben wir schon dem Schamanen gegeben. Die Piraten und so weiter und so fort, alle haben wir ja alles in der letzten Folge. Jetzt sprechen wir mal mit dem Dulli hier. Mann. Hallo, ist das hier Catch's Landing? Ja, stimmt genau. Ich bin George Stobbart. Sie sind Landvermesser. Habe ich recht, Mr. Bronson. Und natürlich bin ich Vermesser. Warum zum Teufel hätte ich sonst wohl einen Theodoliten? Keine Ahnung, vielleicht Ihr Hobby? Ja, sicher doch. Was wollen Sie überhaupt hier? Ich suche nach einem antiken Maya-Kunstwerk. Was soll das sein? Schmuck oder so? Nein, ein Stück Obsidian. Ein schwarzer Stein mit angeblich mystischen Kräften. Sie sind ja bescheuert. Der sieht so ähnlich aus wie der Stein, den ich suche. Warum glauben Sie, dass Sie ihn gerade hier finden? Als die Steine im 17. Jahrhundert gestohlen wurden, da... Moment mal. Die Steine sind seit 300 Jahren verschwunden? Ungefähr. Und Sie hoffen, sie wiederzufinden? Sie sind ja verrückt. Und warum gerade hier? Ein weiser alter Indio-Schamane hat mir erzählt, er habe die Steine in einer Vision gesehen, wo... Das hat was. Was Bescheuertes. Hauen Sie ab, ich hab zu arbeiten. Hey. Schauen Sie sich das an. Ein Artikel über eine totale Sonnenfinsternis. Ach, wirklich? Hören Sie, ich will ja nicht unhöflich sein, aber das ist eben so meine Natur. Ist mir scheißegal, ehrlich. Arschloch. Bis später mal, Bronson. Ja, tschüss du. Gut, dann klauen wir dem jetzt einfach seinen. Nee. Ich komme nicht an den Theodoliten ran, solange. Bronson, hau doch mal ab, wir wollen in einen Theodoliten da reinlocken. Also, wir wollen ihn klauen. Hallo, George. Da ist offensichtlich ein Haus, das glänzt, ja. Dann gehen wir da mal hoch. Rein in den Haus. Geschichte. Hallo Katzi. Hey, Mieze, willst du spielen? Ah. Vorsicht, Mistkatze! Pass auf, wo du deine Krallen reinhaust. Ich mach mal mit den beiden Ladies hier. Guten Tag, ich heiße George Stobbart. Guten Tag, Mr. Stobbart. Dürfen wir Ihnen etwas Tee anbieten? Nein, vielen Dank, Madame. Ich mag keinen Tee. Schon der Wahnsinn, ne? Überlegt mir hier so ein Haus, auch noch ein ja, schönes Haus. Da der Strand, Karibik, Bronson, Katze. Können Sie mir etwas über Captain Ketch erzählen? Bestimmt mehr, als Sie uns über Ihren Groß-Groß-Groß-Groß-Großvater erzählen könnten. Sie sind seine Nachfahren? Aber sicher. Captain Ketch wurde in Dorset in England geboren, zu Zeiten von König Heinrich dem VIII. Seine Eltern waren einfache Bauern, aber der junge Frederick Ketch beschloss, zur See zu fahren. Wir haben viele Seeleute in unserer Familie, Mr. Stobbart. Interessieren Sie sich für Geschichte, Mr. Stobbart? Ja. Ja, allerdings. Ist das Ihre Katze? Ja, allerdings. Das ist Ruddles. Mögen Sie Katzen, Mr. Stobbart? Aber ja, besonders gegrillt, Medium. Sie waren dabei, mir etwas über Captain Ketch zu erzählen. Bitte fahren Sie doch fort. Oh ja, er segelte unter Hawkins. Jim Hawkins? John Hawkins, einem der größten Händler der elisabethanischen Epoche. 1568 war Frederick Ketch noch ein junger Mann und versah seinen Dienst an Bord der Jesus, Hawkins Flaggschiff. Sie segelten von England nach Afrika und dann über den wilden Atlantik zu diesen Inseln. Ketch sollte die Küste Englands niemals wiedersehen. Wieso ist Ketch nie wieder nach Hause gekommen? Weil die Spanier die Jesus durch Verrat versenken konnten. Sie sagten, Hawkins Flotte trieb Handel zwischen Afrika und Westindien. Womit hat er gehandelt? Schwarze Männer mit keinem Hemd an. Sie müssen bedenken, Mr. Stobbart, das war im 16. Jahrhundert. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Hawkins und Ketch Sklavenhändler und Piraten waren. Würde es Sie überraschen, wenn ich Ihnen erzählte, dass Hawkins außerdem ein strenggläubiger Mann war? Er transportierte Sklaven in einem Schiff, das nach Jesus Christus benannt war? Das macht ihn in meinen Augen zu einem Heuchler.
Was ist aus Ketch geworden? Ist er umgekommen? Oh nein, er konnte entkommen und kehrte hierher zurück, auf diese Insel, genau in dieses Haus. Das Frederick Ketch Gedenkmuseum. Ein Museum? Das könnte genau das sein, wonach ich suche. Stimmt es, dass Frederick Ketch ein Pirat war? Frederick Ketch war mit Sicherheit kein Pirat. Sie haben ihn aufgehängt, müssen Sie wissen. Da unten am Strand, vor den Augen seiner Familie. Haben sich nicht mal die Mühe gemacht, ihn zu verurteilen. Haben ihn einfach vom Frühstückstisch weggeholt und in Ketten aufgehängt. Also, wenn er kein Pirat war, warum haben Sie ihn dann gehängt? Neid. Reiner, purer Neid. Er war ein erfolgreicher Freibeuter gewesen und er hatte große Reichtümer angesammelt. Reich wie ein Nerz im Käfig. Sei still, Mina. Ja, Frost. Ein missgünstiger Gouverneur und seine Lakaien wollten Ketchs Geld. Sie konstruierten irgendeine lächerliche Anklage, Missachtung der Bedingungen in seinem Kaperbrief oder sowas, und haben ihn gehängt wie einen gewöhnlichen Dieb. Kaperbrief? Das Dokument, das es ihm erlaubte, die Feinde der Krone anzugreifen und zu vernichten. Der Unterschied zwischen einem ehrlichen Freibeuter und einem gewöhnlichen Piraten. Joho! Entschuldigung, Frost. Naja, warum hat Ketch Ihnen dann nicht einfach gesagt, verzieht euch Jungs, ich habe eine Piratenlizenz? Frederick Ketch war kein Pirat. Aber er hat Ihnen seinen Kaperbrief gezeigt. Doch sie haben ihn einfach zerrissen und ihn trotzdem gehängt. Ja, danke. Mal gucken, was das hier oben ist. Ich komme nicht an den Fahnenmast und wegen dieses Gestrüpps kann ich die Leiter nicht benutzen. Die Leiter lässt sich leicht ausfahren. Sie da, was machen Sie da? Verzeihung, meine Damen, ich wollte nur mal auf Ihre Leiter klettern. Ich helfe Bronson. Oh nein, Sie sind ganz anders als er. Er ist sehr höflich, nicht wahr, Frost? Und er hat Grübchen, wenn er lächelt. Okay, also das, machen wir mal rein ins Museum. Es ist abgeschlossen. Ja, oder auch nicht. Das Haus ist geschlossen. Wieso das? Es wird gerade renoviert. Renoviert? Wo sind denn die Bauarbeiter? Vorbereitung ist die halbe Arbeit, junger Mann. Wir haben vor, das Museum für das neue Jahrhundert fit zu machen. Das Frederick Ketch Gedenkmuseum. Das sähe in Neon bestimmt herrlich aus. Ein Museum für einen Piraten? Die Antwort darauf ist ein einiges Schweigen. Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, war er kein Pirat. Das ist genau die Art böswilliger Falschaussagen, die Mr. Bronson widerlegen will. Oh, wie das? Mr. Bronson hat sich freundlicherweise bereit erklärt, den Umbau des Museums zu einem sehr vernünftigen Preis durchzuführen. Er weiß, wie wichtig ein Verständnis der Geschichte ist. Komisch. Da habe ich aber einen ganz anderen Eindruck von Bronson. Außerdem kennt er sich mit sphärischer Geometrie aus. Mina! Na, wenn's doch stimmt. Hören Sie, Madame, ich bin von weit her angereist, um dieses Haus zu besichtigen. Wenn wir in Ihrem Fall eine Ausnahme machen, dann will nachher jeder rein. Verzeihen Sie meine Offenheit, aber ich musste mich nicht gerade durch eine wartende Menschenmenge quetschen. Sie sind immerhin der zweite Besucher heute. Nein, tut mir leid, völlig unmöglich. Ja, gut, dann ist auch nicht mehr viel zu tun. Dann gehen wir mal wieder runter. Sprechen mal mit Bronson, warum der dieses Haus hier renovieren will. Oder wir gucken mal, was hier sonst noch so ist. Netz. Ich will kein Fischernetz. Ja, okay. Was? Ach, guck mal, da ist ja noch jemand. Junge. Willst du etwas Fisch kaufen? Ich mag keinen Fisch. Wie heißt du? Rio, das heißt Fluss. Und du? George, das heißt, ist halt so ein Name. Was weißt du über Captain Ketch? Nur was jeder hier weiß. Er war Pirat und wurde gehängt. Keine Schule heute? Nein, Sir. Was ist mit deiner Ausbildung? Ich kann fischen, segeln und schwimmen. Ich habe mich selbst versorgt, seit ich 6 war. Und ich spreche 2 Sprachen. Bist du für den Job als Strandobdachloser nicht überqualifiziert? Die Konkurrenz ist groß und wird immer jünger. Warum haben die beiden Ladies das Museum geschlossen? Das war Bronsons Schuld. Der hat Pläne, wie man das Museum umbauen könnte. Sie werden es aber noch bedauern. Der Kerl ist ein Betrüger. Weißt du irgendwas über Piratenschätze? Mann, das sind doch alles nur Märchen. Es gibt keine echten Piratenschätze.
Weißt du irgendwas über eine bevorstehende Sonnenfinsternis? Nein, aber das würde erklären, warum das Wetter so schlecht wird. Rio, es ist ein wundervoller Tag. Es ist gerade mal ein hingehauchtes Wölkchen am Himmel. Vertrau mir, es wird sehr bald sehr schlecht. Okay, Boss. Dann gehen wir jetzt nochmal mit Bronson sprechen. Jetzt haben wir ja wenigstens erfahren, dass der beiden Damen überredet hat, das Museum zu schließen. Nein, ich will nicht mit dem Theologen reden, ich will mit Bronson reden. Weil er angeblich ja das Museum renovieren will, aber der Junge hält ihn ja für einen Betrüger. Was halten Sie von Rio? Der Fischbengel? Wenn der mir nochmal zu nahe kommt, erwürge ich den kleinen Mistkerl. Immer mit der Ruhe. Was hat er Ihnen denn getan? Mir einen über den Hinterkopf übergebraten mit irgend so einem stinkenden Fisch. Das hat er getan. Das ist lustig. Erzählen Sie mir was über die beiden alten Ladies. Wen? Die Kettschwestern? Die eine ist verrückt wie ein Opossum und die andere verwandelt sie in ein Warzenschwein, wenn sie nicht aufpassen. Was machen Sie mit dem Theodoliten? Das alte Haus vermessen. Ich habe große Pläne mit dem Schuppen. Ach ja? Aber sicher. Schauen Sie sich um. Was sehen Sie? Ein Paradies. Ich sehe geschäftliche Möglichkeiten. Dieser Ort ist reif für eine touristische Erschließung. Eigentlich gefällt er mir so, wie er ist. Und das unterscheidet uns. Sehen Sie, Mr. Stobbart, man könnte sagen, ich bin ein Mann mit Visionen. Ich sehe eine großartige Zukunft für Cat's Landing. Und sie beginnt genau hier, mit diesem Haus. Könnte ich mal einen Blick auf Ihre Pläne werfen? Kommt nicht in Frage. Wieso interessieren Sie sich überhaupt dafür? Ich hatte schon immer den heimlichen Wunsch, Landvermesser zu werden. Ach, wirklich? Ja, sicher. Ich meine, Ihr Vermesser seid doch die Erben der großen Erforscher. Heinrich der Navigator, Vasco da Gama, Chris Columbus. Sie segeln vielleicht nicht durch unbekannte Gewässer und entdecken keine neuen Kontinente, aber für mich sind Sie Helden. Ehrlich, richtige Helden. Blöder Dünnschiss, Sie bleiben mir von den Plänen weg, ist das klar? Wie vermisst man denn so ein Haus? Ich habe eine reflektierende Markierung am Ende eines der Flaggenmasten da auf dem Haus angebracht. Ich peile sie durch den Theodoliten von verschiedenen Punkten aus an, notiere die Winkel zur Grundlinie und trianguliere dann den ganzen Kram, um die genaue Position des Ziels zu erhalten. Verstanden? Warum gerade das Ende eines Fahnenmastes? Wäre nicht eine Hausecke oder so besser? Sind Sie Landvermesser? Nein, ich habe Jura studiert. Dann halten Sie die Schnauze. Bis später, hey, mal, Bronson. Hey. Ich würde sagen, wir reden mal mit den alten Damen. Dass wir glauben, dass der hier die Scam will, also dass der da gar nicht vorhat, das Museum zu renovieren, sondern Hotel und so weiter zu machen. Ich habe mit Rio gesprochen, dem kleinen Fischerjunge. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den kleinen Nichtsnutz in meiner Gegenwart nicht erwähnen würden. Dieser schmutzige Mistkäfer, dieses stinkende kleine Fischmaul. Das reicht jetzt, danke, Mina. Ich vermute, Sie haben nicht viel Zeit für den kleinen Jungen. Dieses Kind ist ein Krimineller, Mr. Stobbart. Also hören Sie, der Kleine ist erst, na, vielleicht 11 oder so. Ein kleiner Schurke mit einem Bein in der Besserungsanstalt. Was mögen Sie denn an Rio nicht, Miss Frost? Naja, vor einiger Zeit haben er und Emily... Halt sofort den Mund, Mina! Was können Sie mir über Emily erzählen? Emily? Was geht Sie das denn an? Ihre Eltern wurden bei einem Taifun getötet. Als Ihre einzigen lebenden Verwandten haben wir die Bürde auf uns genommen, das Kind großzuziehen. Schön zu wissen, dass die gute alte Charité noch nicht tot ist. Die kenne ich nicht. War die auch an Bord bei dem Taifun? Mr. Stobbart redet nicht über eine Dame. Er gibt nur mit seinen Französischbröckchen und seinem Sarkasmus an. Was können Sie mir sonst noch über Emily erzählen? Wie können Sie es wagen, so in unseren Familienangelegenheiten herumzuschnüffeln? Ich weigere mich auch nur noch eine weitere Ihrer impertinenten Fragen zu beantworten. Sie hängen wirklich an diesem Kater, wie? Er ist unser treuer Gefährte und unsere Freude. Ich könnte mir ja dieses kleine Monster schnappen und es als Geisel nehmen, bis Sie mich reinlassen. Aber das ist nicht ganz mein Stil. Vielleicht kann ich Ihre Zuneigung zu der Katze auf eine andere Art dazu benutzen, ins Haus zu kommen. Okay, Zeit für eine kleine Ablenkungstaktik. Ich dachte, ich hätte unten am Strand ein kleines Mädchen gesehen. Da müssen Sie sich getäuscht haben. Da muss er sich getäuscht haben. Oder nicht, Frost? Ich bin sicher, das habe ich nicht. Ein kleines Mädchen und diesen Fischerjungen. Was? Das ist unmöglich. Was haben die beiden gemacht? Och, was alle kleinen Jungs und Mädchen so machen in dem Alter. Als ich ein kleines Mädchen war, haben wir Kuh und Melkerin gespielt.
Gnade Ihnen Gott, wenn Sie uns belügen, Mr. Stobart. Gnade Ihnen Gott. Ja gut, jetzt sind die beiden schon mal weg, aber wir kommen immer noch nicht ins Haus. Begleitet vom Knarren antiker Korsettstangen segelten die beiden Schwestern majestätisch über den Horizont. Sprechen noch mal mit Rio, vielleicht erfahren wir dann noch mal was Cooles. Weil ins Haus werden wir immer noch nicht kommen, wir haben immer noch keinen Schlüssel, Fenster sind alle zu. Hast du die verrückten Schwestern vorbeikommen sehen? Und ob, sie sahen heute irgendwie noch verrückter aus als sonst. Darum habe ich mich versteckt, bis sie wieder weg waren. War auch ganz gut. Die dachten, du hättest mit Emily gespielt. Oh Mann, waren die geladen. Emily? Du bist ja noch wahnsinniger als die. Würdest du mir einen Fisch überlassen, mein Junge? Du hast doch gesagt, du machst dir nichts aus Fisch. Er ist nicht für mich, er soll ein Geschenk sein. Für die alten Damen? Ist mal was anderes als immer Blumen und Pralinen, wie? Nein, er ist für ihren Kater. Okay, wer springt dabei für mich raus? Ich bezahle dir den Fisch. Ich habe karamontanische Dollars, französische Francs und Traveler-Schecks. Du scherzt doch wohl. Die nächste Bank ist 3 Inseln weit weg. Emily. Würdest du mir einen Fisch geben für dieses, Rio, ist dieses hässliche, geschmacklose Nylonhöschen dir einen Fisch wert? Zum Kuckuck? Nein! Was? Ist dieser Wurm einen Fisch wert? Könnte einen guten Köder abgeben. Wie ist er gestorben? Ich glaube, der ist in Tequila ertrunken. Genau wie mein Onkel Gabriel. Ja, ich nehme ihn. Okay, ich besorg dir einen Fisch. Kann aber ein bisschen dauern. Ja, wir stehen jetzt hier rum und gucken ihm beim Angeln zu, oder wie? Ich glaube, Bronson versucht, die netten, verletzlichen alten Damen hinters Licht zu führen. Das ist aber ein bisschen unfair, oder? Okay, er versucht, diese geistig umnachteten, giftigen alten Mädchen zu betrügen. Man muss immerhin seinen Scharfsinn bewundern. Erzähl mir doch mal was über deine Freundin Emily. Warum interessierst du dich so für Emily Ketch? Emily Ketch? Eine Nachfahrin von Captain Ketch, dem Piraten? Stimmt, genau. Und das stört dich nicht? Warum sollte es? Wir sind doch nicht verantwortlich für unsere Vorfahren. Da hat er natürlich recht. Dann reden wir jetzt nochmal mit Bronson und hauen die Fakten auf den Tisch. Dass wir es nicht cool finden, dass er die alten Damen da verarschen will. Wo ist er denn? Hallo. Sind die Schwestern hier vorbeigekommen? Jo, die wollten diesen Fischerbastard aufknüpfen. Habe ihnen natürlich haarklein beschrieben, wo sie ihn finden können. Nicht nur ein Ekel, auch noch eine Petze. Wie nett. Aber irgendwie hat er es geschafft zu verduften. Bis später mal, Bronson. Ja, okay. Dann sagen wir jetzt Rio, dass Bronson eine Petze ist und der haut Bronson dann nochmal mit dem Fisch. K.O. Jump. Kein Glück mit den Fischen heute? Nö, die beißen einfach nicht an. Die wissen, dass sich ein Sturm zusammenbraut. Ein Sturm? Glaube ich nicht. Hey, da hat einer angebissen. Wirklich? Ein großer, ein richtig großer Fisch. Zieh ihn rein, Rio. Himmel, das muss ja ein Wal sein oder sowas. Ein Fahrrad. Wieso ist denn hier ein Fahrrad? Das ist der rostigste Wal, den ich je gesehen habe. Ich brauche immer noch einen Fisch, Rio. Okay, ich versuch's nochmal. Vielleicht solltest du lieber den Köder wechseln. Na komm, wir klauen erstmal das Fahrrad. Der einzig brauchbare Teil des Fahrradwracks ist der Schlauch aus dem Reifen. Man weiß ja nie, wann man sowas mal brauchen kann. Hey! Weg, da ist ja der Fisch, Rio.
Hier ist ein Fisch, nimm schon. Es Danke. Ist etwas schwierig, ihn in die Tasche zu stecken, solange der so rumzappelt. Kein Problem. Alter. Einfach auf den Dötz. Tschüss. Gut, dann gehen wir jetzt mit dem Fisch zur Katze. Ich glaube, wenn wir dem Kater da den Fisch einfach so geben, dann frisst er den auf und wir haben den Ball immer noch nicht. Ich weiß doch noch nicht, was wir mit dem Ball sollen, aber ja, irgendeinen Grund muss der haben. Vielleicht können wir, ich meine, wir haben ja hier, nochmal das Inventar, wir haben ja hier den vielleicht können wir irgendwie, ja, so ein Köder. Nö. Wieso nö? Das bringt's nicht. Dann halt nicht. Könnten... Ja, genau. Da binden wir jetzt den Fisch drin. Dann ist der blöde... Das muss ich vom Boden aus machen. Ja, die drunter. Und dann ist der blöde Kater abgelenkt, weil er den Fisch fangen will. Und wir klauen den Ball. Und guck mal, Kätzchen. Das sollte die alte Katze in Schwung bringen. Ich hoffe nur, sie bekommt nicht gleich einen Herzschlag. Jetzt schnell den Ball geklaut. Katze ist auch so dumm. Ich will nicht den Zorn dieses Monsters auf mich lenken, indem ich meine Finger in Reichweite seiner Krallen bringe. Riss. Sie. Und jetzt schießen wir diese... Nein, nicht runtergehen. Wir schießen jetzt mit dem... Ah, ich habe eine gute Idee. Wir binden den Schlauch an diesen Baum. Sieht ja auch schon wie so eine Schleuder. Und dann schießen wir die Markierung unter. Dann kommt Bronson hier hoch und wir konfrontieren, weil die Damen werden dann bestimmt auch wieder kommen und konfrontieren alle mit dem, was wir rausgefunden haben. Ich lege den Ball in die Schleuder. Ziele sorgfältig. Jawohl. Jawohl. Okay, dann war es eben ein Glückstreffer. Aber ich habe die Theodolitenmarkierung sauber von der Spitze des Fahnenmastes geschossen. Also Bronson kommt jetzt, aber... Was zur Hölle geht hier vor? Ja, Bronson. Ihnen auch einen schönen guten Tag. Sie schon wieder. Haben Sie an meiner Theodolit-Markierung rumgemacht? Wo ist die denn? Ich musste schon mal zum Fenster rausklettern, um sie anzubringen. Verdammt, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Aber nicht jetzt. Das Haus ist verschlossen und die Schwestern sind nicht da. Elender Mist. Ich muss meine Reservemarkierung an dem anderen Flaggenmast anbringen. Einen ganzen Morgen umsonst gearbeitet. Ich mache das alles fertig hier und dann mache ich Sie fertig. Darauf können Sie sich verlassen. Ja. Ach, wirklich? Na schön, ich warte. Oh, wir könnten ihm einfach jetzt die Leiter unterm Arsch wegklauen, oder? Ja, das machen wir auch. Ja. Was liegt an, Bronson?
Hängen Sie einfach so rum? Dafür bringe ich Sie um, Stobbart. Holen Sie mich hier runter. Wozu? Damit Sie mich besser umbringen können? Sie haben mich gerade überredet, Sie lieber noch etwas hängen zu lassen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, Bronson da oben hängen zu lassen. Aber nur ein ganz kleines bisschen. So, und jetzt... Die Markierung ist ein helles, glitzerndes Ding. Ich habe eine viel bessere Idee. Eine geheime Schwäche. Wir zeigen den Schwestern einfach die Pläne. Und, weil dann sehen die ja selber, was der vorhat. Das Ding aber nicht viel wert. Und als Dank lassen wir uns dann in dieses Haus. Tschüss. Das ist eine hervorragende Idee, aber ich glaube, wir werden in dieser Folge nur noch schon die Pläne hier jetzt an uns nehmen. Nachdem Bronson aus dem Weg geräumt ist, kann ich endlich einen ungestörten Blick auf die Pläne werfen. Bauzeichnungen von Architekten sagen mir eigentlich nicht viel, aber so viel verstehe ich. Das hier sind Pläne für ein fünfstöckiges Luxus-Piratenhotel mit 200 Zimmern. Ein weiterer Fleck auf dem weißen Tischtuch des Paradieses. Schlingel. Das zeigen wir den Schwestern. Und dann... Warte mal, wir nehmen den Theodolit, den kann man ja immer mal gebrauchen, den nehmen wir auch noch mit. Dann stecken wir uns auch easy in die Hosentasche. Wer kennt's nicht? Sieh da! Wieso hängt Mr. Bronson da am Flaggenmast? Der ist da ganz alleine hochgeklettert. Dann helfen Sie ihm, Sie dummer Mann. Schnell, bevor er runterfällt. Hey, wieso sind wir der dumme Mann? Wir reden jetzt erstmal mit euch über die Pläne. Dann wollen wir mal sehen, wer hier der dumme Mann ist. Dürfte ich fragen, ob... Ach, hören Sie doch auf. Helfen Sie lieber dem armen Mr. Bronson. Nein. Und jetzt die Pläne auf dem Tisch. Hier, Bronsons Pläne. Das sagt mir alles nichts. Sie hat ihre Lesebrille nicht auf. Ah, warten Sie mal. Ja, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich alles ganz klar. Der Mann plant, ein riesiges Hotel zu bauen. Bronson hat unser Vertrauen schmählich missbraucht. Mina, man wollte uns reinlegen. Bin ich froh, dass wir seinen Vertrag nicht unterschrieben haben. Oh, ich hasse Vertrauensmissbrauch. Besonders schmählichen. Komm mit, Mina. So, jetzt gibt's auf den Sack. Mr. Bronson, Sie dürfen sich ab sofort als persona non grata betrachten. Jawohl. Cave canem. Bitte lösen Sie sich freundlicherweise auf der Stelle von unserem Flaggenmast und entfernen Sie sich von unserem Grund und Boden. Dalli, Dalli, lösen und entfernen. Hey, hören Sie damit auf, Sie verrückte alte Schachtel. Wie können Sie es wagen? Mina ist nicht verrückt. Sie ist nur auf charmante Weise etwas exzentrisch. Klar, wie eine fliegende Kuh. Hey. Autsch! So schön der Ausblick hier auch ist, wäre ich Ihnen doch sehr dankbar, wenn Sie mich jetzt ins Museum ließen. Aber sicher, junger Mann. Wir sind Ihnen zutiefst verbunden, dass Sie diesen Bösewicht entlarvt haben. Mina hat das Schloss. Vielen Dank, meine Damen. Stobbart, seien Sie ein Mensch. Schaffen Sie mir diese Harpyien vom Hals. Autsch! Nö, wir gehen rein ins Museum. Tschüss Bronson, tschüss Katze. Und ich würde auch sagen, tschüss Folge. Ah, ja, guter Cut. Guter... Als ob es geplant gewesen wäre. Alter. Wenn George sich in der Kälte die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, wäre ich nicht. Es ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber ich will mit meiner Suche nach dem Jaguarstein im Britischen Museum beginnen. Alter, die zwei hier, die gehen aber auch ordentlich pumpen, glaube ich. Junge. Ja, auf jeden Fall, an dieser Stelle machen wir einen Break. Was Nico hier in London alles so machen wird, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Danach werden wir dann wahrscheinlich auch mit George wieder im Museum der Karibik sein und dann großes Finale. Freue ich mich schon drauf. In dem Sinne, tschüss.